Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Warum bin ich denn auf dem Schiff? Naja, es gibt hier einige Sachen, die wir mit den Leuten hier sprechen können. Und ich darf auch nicht vergessen, das Auge Innos wieder aufzuladen. Boah, ey, fast vergessen. Bei Vatras habe ich mir erlaubt, ein paar Tränke zu kaufen und ein paar Heilspruchrollen. Das Auge Innos wieder aufladen, bitte, ja. So ist fein. Ja, ansonsten verkauft er uns eigentlich nichts an Spruchrollen, was jetzt irgendwie ein Diener herbeirufen könnte oder so, was jetzt nicht so gut ist, ehrlich gesagt. Aber naja, bei Bennett können wir die Dracheneier abgeben versuchen. Kannst du mir verkaufen, Spielen beibringen, kommst du zurecht? Ja, fragen wir mal so. Kommst du zurecht? Wenn die Orks nicht wiederkommen, schon. Gut, ich habe hier Dracheneier für dich. Ich habe hier ein Drachenei. Und? Nun, ich dachte... Ich weiß, was du denkst. Vergiss es. Behalte das Ding. Ich will es nicht. Was? Nee, warum denn nicht? Na dann. Wen hätten wir noch? Mit Gorn haben wir ein bisschen gequatscht. Da ist sich, hat sich nichts getan. Ach so, ja, genau. Mit Vatras wollte ich noch sprechen. Ich... Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ich brauche Munition. Echt? Ich brauche Munition. Vielleicht kann ich dir aushelfen. Aha. Okay. Das sind wir. Da sind wir. Diese Insel ist doch nicht so weit von Korinis entfernt, wie ich angenommen hatte. Mir ist sie nicht bekannt gewesen. Aber jetzt wird mir natürlich einiges klar. Ich hatte mich schon immer gefragt, wie die Orks so schnell ihren Nachschub organisieren konnten. Mit diesem Vorposten ist es ja auch kein Kunststück. Wenn du ins Innere der Insel vordringst, wirst du wahrscheinlich auf die eine oder andere Falle stoßen. Wenn du irgendwo nicht weiter weißt, dann komm zu mir. Vielleicht kann dir meine Erfahrung weiterhelfen. Ja, denn da oben ist ja wirklich... Ich brauche wirklich deinen Rat. Ich brauche deinen Rat. Ich habe mit einem Drachen gekämpft und stehe nun vor einem Abgrund mit einer Zugbrücke. Die Brücke ist eingefahren und ich komme nicht hinüber. Aha. Hast du es schon mit Fernwaffen versucht? Das habe ich auch gesagt. Vielleicht lässt sich der Mechanismus auch mit einem Geschoss aktivieren. Danke dir. Nein, siehste, hat sich schon was gebracht. Lares, wie geht's dir? Wie sieht's aus? Beeil dich ein bisschen. Die Orks kommen bestimmt noch mal wieder. Das kann passieren, ja. Da muss man noch mal zu. Petro, wie geht's dir? Müde? Müde? Es geht schon. Danke. Oh, okay. Genau, mit Vatras wollte ich nur sprechen, dass der Verräter hier ist. Und Milton könnte es vielleicht auch interessieren. Wo steht Milton eigentlich da oben? Mal rauf lupschen. Ja, ich verbringe jetzt wieder viel Zeit, ich weiß. Hi Milton, Lester zuerst. Hast du mir etwas zu sagen? Hast du mir etwas zu sagen? Im Moment nichts. Vielleicht später. Warum erfahre ich das erst jetzt? Ja. Hey, hi Milton. You. Ich habe Petro gefunden. Wie in alten Zeiten. hast du Erfahrung mit Dracheneiern? Hast du Erfahrung mit Dracheneiern? Nein, nicht wirklich. Ich habe davon gehört, dass einst ein cleverer Alchemist daraus einen mächtigen Trank brauen konnte. Aber jetzt frag mich bitte nicht nach dem Rezept. Ich habe keine Ahnung. Och nö, nicht dein Ernst. Hoffentlich habe ich keinen Blödsinn gemacht. Ich habe Pedro gefunden. Was? Wo? Hier auf der Insel? Ja. Verdammt, er ist aber auch wirklich unglaublich. Für so einen abgebrühten Mistkerl hätte ich ihn nun wirklich nicht gehalten. Ich werde mit ihm bei Zeiten noch ein Hühnchen rupfen. Mach das. Wie in alten Zeiten. Wie in alten Zeiten. Du sagst es. Ich bin ja mal gespannt, ob es diesmal klappt. Was? Dass du deinen Hintern retten kannst, bevor wieder die ganze Höhle über dich hereinbricht. Schauen wir mal. Kannst du mir einen Rat geben? Welchen Rat kannst du mir geben? Es ehrt mich sehr, dass du gerade mich um Rat fragst. Mich beschäftigt schon die ganze Zeit nur eine Sache. Hast du das Auge Innos mitgebracht? Natürlich. Natürlich. Tut mir leid, dass ich so dumme Fragen stelle. Bin ein bisschen nervös. Hast du ein paar Tränke übrig? Hast du ein paar Tränke übrig? Solange der Vorrat reicht. Cool. Warte mal. Brauchen wir das jetzt überhaupt? Ich glaube nicht, ne? Wir haben da mal eh genügend. Kann ja nicht ewig so weitergehen. Passt. Lassen wir das mal. Ich habe nämlich eh gerade vorhin bei Vatras welche gekauft. Apropos Vatras, den Kerl muss ich auch noch schnell sprechen. Ja, ich weiß, jetzt dauert das wieder 50 Jahre. Es tut mir sehr leid. Warte, laufe ich verkehrt? Nein.
Dauert wieder 50 Jahre, ich weiß, aber immerhin, wir kriegen Erfahrungspunkte. Gar nicht mal so wenig, 300 pro Quatschen. Hey, hallo, warte was. Petro und so, ne? Ich habe den Verräter Petro gefunden. Dann bringe ihn hierher aufs Schiff. Wir werden ihn der Gerichtsbarkeit von Corinis überantworten. Hammer gemacht. Hey. Kann ich noch irgendwas bei dir? Welchen Rat kannst du mir geben? Ja, ja. Welchen Rat kannst du mir geben? Halte dich von den Suchenden fern. Denke daran, dass dir ihr schwarzer Blick hier, fernab vom Kloster, sehr stark schaden kann. Sollte dir trotzdem etwas geschehen, komm zu mir. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, das ist super. Das ist hervorragend, weil ich habe nur mehr, ist mir gerade eingefallen, ich habe ja nur mehr einen Teil, ne? Man kann erst Neues kaufen, wenn man alles verbraucht hat, ne? Ja. Sind wir jetzt alle durch? Ich hab da meine eigenen. Da oben noch, Lee zum Beispiel, Lee können wir noch anquatschen und Torloff. Dann sind wir durch. Dann muss ich schnell weiter. Ich werde das auch schneiden, natürlich. Welche Aufgabe willst du übernehmen? Welche Aufgabe willst du übernehmen? Jemand muss auf das Schiff achten. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass es bei deiner Rückkehr auch noch da ist. Danke. Wie geht's dem Schiff? Wie geht's meinem Schiff? Alles in Ordnung. Die elenden Orks sollen ruhig wiederkommen. Dann kriegen sie ihre nächste Abreibung. Das hört man gern. Torloff, wie geht's dir? Alles ruhig? Wenn diese elenden Orks bloß bleiben, wo sie sind, sehe ich kein Problem. Okay. Dann sind wir durch. Gut, meine Lieben. Ich werde das jetzt Ganze wieder schnippeln. Ja, schneiden. Weg damit. Und wir sehen, oder beziehungsweise wir hören uns wieder, wenn wir bei dieser komischen Zugbrücke sind, ne? Wo der erste Drache jetzt war. Also dann, bis gleich. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück. Ja, wir sind jetzt hier bei dieser Zugbrückengeschichte. Und wir zücken auch gleich mal unsere Armbrüstelein, ne? Tatsächlich, schau mal, wir können tatsächlich einen Schalter anvisieren. Ah, da muss ich mich schöner hinstellen. So vielleicht. Nicht? Warum nicht? So, jetzt aber. Hä? Geht das dann nur mit einem Bogen, oder was? Schaut aus. Da müssen wir uns halt einen Bogen anziehen, wenn die Armbrust nicht will. Das ist halt auch ein bisschen komisch, ne? Was soll man machen? Geht das? Nein, das? Der geht. Oh, mein Flammenbögelchen. So. Bitte? Nanu? Halt. Was war das? Aha, der Flammenbogen geht natürlich nicht. So, jetzt aber. Na, der will nicht. Warum? Verstehe ich gerade nicht. Hä? Ach so, hoppla. Bastia, hat ja hingehauen. Ich habe irgendwas gehofft mit... Wenn die Zugbrücke ausfährt, ne? Sind wir es beim 1 erkennt. Ich habe jetzt gar nicht auf die Brücke geachtet. Hat eh gepasst. Ja, ne? Peinlich. Ihr kennt's mich ja eh schon. Ihr kennt's mich doch eh schon. Als ob das jetzt was Neues wäre für euch. So, die da. Was, glaube ich. Ist ja doch nichts mehr Neues für euch. Hat eh hingehauen. Ich reg mich halt schon wieder auf für nichts und wieder nichts. So. Dann gehen wir weiter. Als erstes einmal Licht. Als zweites die Klaue Belias. So. Mann! Jetzt habe ich mich vor dem Deppen erschrocken. Du bist gekommen, den Meister herauszufordern. Ihn umzubringen, ja. Das ist normal, nicht so schlimm. Wir werden aber bald ein beklemmendes Gefühl haben, da bin ich mir recht sicher. Und dann müssen wir uns von Vatras heilen lassen. Ich hoffe wirklich, der Gute kann uns da dann helfen. Gibt es irgendwas umsonst? Aha, aha, da geht's rauf. Aha. Dann schauen wir mal rauf, oder? Ich zücke auch sicherheitshalber gleich mal die Waffe. Da ist eine Truhe. Und ein Schalter, also ein Hebel.
Ja, das ging gut. Wir haben Pfeile, Gold und einen schwächeren Trank. Wunderbar, also einen schwachen Trank, so muss ich sagen. Dann hier. Mist. Aha. Jawohl. Magie, also Mana-Trank, Schwefel und ein Fischelein. Jetzt ist aber eigentlich, wofür ist die Schalter gut? Ich hoffe nicht, dass der die Zugbrücke wieder einfährt, ne? Ich soll es vielleicht lieber lassen, solche Sachen, ne? So. Lassen wir es lieber. So. Tada, tadam, dam, dam. Suchen wir unsere Klaue. So, du Arschgeige, ne? Wie schaut es hier drüben aus? Das ist ja auch eine Art Turm, ne? Versteckling tut hier nichts. Aber vielleicht ist ja oben wieder was. So eine hübsche Truhe wäre wieder schön. Jaha, da ist tatsächlich eine und noch ein Schalter. Aha. Okay. Okay. Perfekt. Aha, da haben wir auch einen Gehstock. Passt. Sauber. Aber ich hoffe nicht, dass wir den Schalter da betätigen müssen. Ansonsten, wie gesagt, wieder ein Schnippelein. Einmal geschnitten und dann in den Finger geschnitten und dann passt es wieder. Okay, der ist da. Das machen wir rückweg haben. Ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, da liegt doch was. Nein, das hat nur so komisch ausgeschaut. Na fein. Was haben wir denn uhrzeitmäßig? Ah, da haben wir schon noch Zeit. Ah, unsere Freunde, die Skelette. Nix, Freund. So. Schön speichern. Hallo. Komm nur her, du grausliches Viech. Niederes Skelett. Schluss aus. Es hatte keine Chance. Was haben wir da noch? Ja? Ich habe zwei gehört. Das dürfte wahrscheinlich mit meinen geschnitten haben. Also vom Ton her. Boah, das sind aber viele, ne? Zwei Suchende. Die habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Überhaupt nicht. Hallo, komm zu her. Komm her, du Sau, Skelett. Boom, bam, bam, boom, Cash. Na los, komm her. Aua, was willst denn du? Wir sterben. Jawohl. Einen zweiten, einen schönen Scheitel gezogen. Er hat nämlich eh keinen. Weil auf seinem Kopf nichts wächst. Ah, haha. Ja. Einen Scheitel haben wir gezogen. So. Passt. Dann müssen wir schauen, dass wir jetzt die suchenden Krüppel da jetzt da wegbringen. Diese Arschgeigen. Ja, du triffst mich nicht, du Krüppel. Bam. Weg mit dir. Der erste ist besiegt. Der zweite auch gleich. Jawohl. Das ist die Revanche für früher. Es wäre halt schön, wenn da irgendwo mal so eine Kammer wäre, wo man sich ausruhen kann, wo man schlafen dürfte. Hm, nix da. Ah, wir haben jetzt so viele geile Tränke. Also runter damit. Die schütten wir runter. Ich würde sagen, einer noch. Einen kleinen. Und den Rest machen wir mit Fleisch. So ist schön. Ich glaube, ich habe auch viel zu viel Graffel gehortet, fürchte ich. Das werde ich wahrscheinlich gar nicht brauchen, alles. So. Dann die Skeletons. Skelettis, komm da her. Und zack. Na, nicht? Dann halt du zuerst. Du zuerst. Nicht? Dann doch du zuerst. Bam, bam, boom. Zack, brack, zack, brack, zack. Jawohl. Fertig ist es. Ich habe mir, habe ich ganz vergessen zu sagen, glaube ich, ich habe mir freilich auch erlaubt, dass wir unsere Schmuckstücke, unsere Gürtel und so wieder auf Waffenschutz und so umrüsten. Ja, falls ihr euch wundert, warum ich auf einmal nichts mehr fressen täte tun, also fast nichts. Das liegt eben daran, dass ich mir wieder das Equipment umgerüstet habe. Kuckuck,
Ist da jemand? Wenn ich solche Hallen sehe, muss ich immer an die Fallen vom 1er Gotik denken, ne? Also da sind sicher wieder haufenweise Fallen versteckt. Und ich weiß, ich werde mich gleich irrsinnig erschrecken. Ist das ein Paladin? Oh. Was tun Paladin-Statuen hier? Ich wusste es. Ich hab's mir schon gedacht. Dass da sowas kommt wird. Ich hab's befürchtet. Alter, Alter, du Dreckschwein. Du musst weg zuerst. Ja, ja, das war klar. Das war so klar. Den habe ich jetzt nicht anvisiert bekommen, natürlich, ne? Gilt das als Ausrede? So, nochmal. Ich hab's. Ja, natürlich ist ein Ladebug. Selbstverständlich. Wie soll es auch anders sein? Natürlich. Nein, Waffe ziehen. Ja, natürlich. Licht. Nein, hat schon gepasst. Licht zuerst. Der kennt sich schon aus. So. Und dann probieren wir es noch einmal. Boah, ey, ne? Boah, ey, was? Der erste ist hin. Komm, du musst auch schnell sterben. Schnell sterben, habe ich gemeint. Schnell sterben. Komm, du blödes Scheißskelett. Passt. Und jetzt bist du dran. Du Zipfelklatscher, wo bist du? Au. Alter, du Krüppel. Ne? Was habe ich denn da jetzt umgebracht? Wow, ne? So viel Schaden kriegt ja gar nicht. Doch, doch, die Klaue macht das schon. Komm her. Katschanga. Komm, Katschanga. Jawohl, 600 Erfahrungspunkte. Ich freue mich. Jö. Ne? Da ist nichts zu holen. Kleines Abenteuer. Muss ich gerade mal schlucken? Ah, flotter Schrecken. Was? Wo? Wer? Du? Ihr zwei? Was wollt ihr noch von mir? Ich hab nichts zum Verkaufen. Das gehört alles mir. Ihr sterbt. Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Hurra, hurra, hurra. Ja. Muha. So, hast du irgendwas? Ja, er hat was. Und gar nicht mal so wenig Gold. Gibt's da noch irgendwas? Keine Spruchrollen. Jetzt müsste ich mal... Ich tu mal kurz speichern. Wie immer. Einen Moment. Da musste ich kurz husten. Dann machen wir hier mal auf. Ja, und was könnte hier sein? Ist es jetzt ein weiter Weg, oder? Aha, da sind wieder Paladine. Ein Haufen Tränke auf jeden Fall. Die arme Sau da, ne? Ist schon so dunkel. Ich werde nur ganz kurz nochmal speichern, wie immer. Ich werde jetzt anfangen von unten nach oben zu... Okay, da kommt wer. Was? Ein Ork. Untoter Ork. Na, gibt's die da auch wieder? Ja, muss es ja fast, ne? Wow. Oh, da ist noch einer. Komm näher. Das letzte Mal haben wir solche Typen gesehen, als wir diese 5 Schamanen geplättet haben, ne? Uga Chaka, Uga Chaka. Aber sie haben uns kaum Schaden zufügen können. Nichts zu plündern. Ah, die Ork-Axt packen wir mal ein. Bin ich voll stolz gerade. Das waren jetzt 1600, glaube ich, ne? Erfahrungspunkte. Einfach so mal. Ich hoffe jetzt nur, dass das jetzt nicht aus Versehen der Weiterweg ist. Schaut irgendwie komisch aus. Schaut irgendwie komisch aus. Aha. Da haben wir Tränkeleins. Sehr fein. Eine neue Armbrust. Drachenjäger-Armbrust.
Oha, kann die denn was? Magische? 150 Stärke. Alter Schwede. Hui. Ich trinke da mal was. Nur zur Sicherheit. So, und das Rest tun wir wieder essen. Essen, ja, essen, essen. Yam, yam, yam. Lecker Keule. Dabei auf die Uhr muss ich auch mal schauen. Oh ja, der Part ist zu Ende. Aha. Fein, dann werden wir im nächsten Part weiter schauen, tun, was wir hier noch alles entdecken tun. Ich hoffe nur, dass das nicht der weite Weg ist. Aber es schaut mir nach einer Nebengeschichte aus, die wir allerdings erfüllen müssen. Denn es ist noch eine Tür. Na, da bin ich mal gespannt. Im besten Fall laufen, das sind zwei. Boah, es ist halt riesig, ne? Ja, wir werden das Kind schon schaukeln. Da bin ich mir absolut sicher. Also, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!